Schön. Ja, gut. Ja, die geben 5. Okay, die geben einfach nur 5 pro Beere. Das heißt, ich glaube, das werde ich mir eher aufheben. Also ich glaube, die... Oha, immer wieder dieser Hahn, den wir eigentlich gar nicht besitzen. Ich glaube, die werde ich mir echt aufheben einfach. Na ja, also hauptsächlich wird es wolkig mit einer leichten Brise und natürlich vielen Pollen. Wir werden heute ein bisschen extra Glück haben, weil die Dinger in gutem Humor. Ach du Scheiße. Und wie wir Glück haben werden. Lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich, hast dich gut eingelebt in deinem neuen Zuhause. Ich schreibe dir, um dich wissen zu lassen, dass Pierre nun neuen Dünger verkauft. Warum kommst du denn nicht mal vorbei, siehst du, was ich habe und ja, kaufst ein Dutzend Boxen davon oder so? In Liebe, Pierre. In Liebe, Pierre. Yeah, you know what I mean. Oha, große Ernte. Whoop, whoop, whoop. Salbe fällt einfach leer. Absolut geil. Na gut, wir legen erstmal. Wobei. Legen wir alles rein? Wir heben mal von den meisten Sachen 2 Stück auf und den Rest verkaufen wir dann. Ja, doch, genau so verkaufen. Und den Rest behalten wir praktisch, dass, wenn irgendwann mal was ist, dass wir noch ein bisschen was haben. Das heißt, wir laufen heute zum 20. Mal in die Stadt und kaufen Samen. Ja, das muss nächstes Jahr alles viel besser geplant werden. Ja, Liam, also mach dir schon mal Gedanken. Ah, supi, da war noch irgendwas reif gewesen. Die Sache ist, ob wir noch weitere Dinge anpflanzen, um im Endeffekt mehr Geld für nächste Saison zu haben, oder ob wir diese Saison einfach jetzt mal, ja, genießen. Dass wir praktisch gar nicht mehr so viel anbauen, sondern uns eher jetzt drauf ausruhen, was wir bisher gemacht haben und ein bisschen rumlaufen und noch ein bisschen den Frühling genießen. Oh ja, Max. Komm, erstmal ein bisschen Liebe und dann kriegst du ein bisschen Wasser und dann ist alles wieder gut. Die Sache ist natürlich, ob wir das Geld jetzt alles reinvestieren oder ob wir es erstmal behalten und von uns selber aus kaufen. Eine verdammt gute Frage, Mr. Watson. Danke, Sherlock. Aber was wir heute auf jeden Fall machen, wir werden heute auf jeden Fall einmal durch die Stadt wandern. Nicht durch die Stadt wandern, sondern durch den Stardew Valley wandern und eben gute Dinge tun. Jetzt laufen wir erstmal zu Pierre und verkaufen das ganze Zeug. Oh ja, schreibe ich halt noch 20 Mal an. Also die Leaks könnte ich mir sogar vorstellen. Die Leaks könnte ich mir sogar vorstellen, die aufzuheben. Nein. Nein, nein, nein. Wir brauchen nicht noch mehr Samen, die wir irgendwie verwenden. Nö, 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 nö. Ich bin jetzt froh, wenn wir das ganze Zeug jetzt endlich mal weg haben. Okay. Scheint ein Quicktime, also
kleines Event zu sein? Willkommen zu Piers, wie kann ich dir helfen? Oh nein, es ist Mr. Yuya. Alle mal hergehört, bitte hierher hören. Kommt und staunet, Volksleute. Heute sind Coupons mit 50% auf ihren nächsten Einkauf bei Yoyamart. 50%? Gut. Möchte sie irgendjemand haben? Ach, ihr Schweine. Ihr Schweine. Oha, wie sie jetzt einfach alle abhauen. Aber ich kann mich nicht messen mit diesen Preisen. Ich meine, ich verkaufe schon gerade so an unterer Grenze. Es muss wirklich schwierig für dich sein, deine treuen Kunden auf diese Weise zu verlieren. Ich würde ihm am liebsten eine Axt in den Schädel rammen. Aber kannst du es ihnen verübeln? Yuya Corporation ist nun mal eindeutig die überlegenere Wahl. Ich möchte meine Axt tief in seinen Schädel rammen. Und ja, schnell wird das die ganze Stadt mitkriegen und ich werde dir meine Axt in den Schädel rammen. Das wird besser. Egal, Pierre, ich kaufe weiter bei dir. Du bist der Einzige, bei dem ich einkaufen mag. Oh, 1600? Ja, nice. Was kostet der? Ich bin gerade im Überlegen, ob ich Cauliflower Seeds kaufe, weil bis zum... Warte. Was ist der 28... Gibt es den 28. hier noch? Der 28. wäre der letzte Tag. Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Ich kaufe lieber noch ein paar Potato Seeds. 10 Stück, die pflanzen wir dann die Saison noch ein und der Rest ist Geschichte. Ja, weil dann werden wir uns nämlich jetzt erstmal... Oha, wie ist der Boden unter seinen Füßen an? Ich meine, der Boden hört sich ja noch angenehm an, aber das gerade eben, das andere war viel, viel schlimmer. So. Die pflanzen wir natürlich noch ein. Ah, und uns geht das Wasser aus. Ja. Aber dass wir nicht viel früher irgendwie Cauliflower Seeds angepflanzt haben, frage ich mich auch gerade. So. Damit weg. Damit weg und wir nehmen die. Das damit. Die mit und die damit. Ja, und jetzt begeben wir uns in die... Nein, natürlich in den Wald erst einmal und werden da ein bisschen aufräumen. Und ja, ich weiß, bei Zeiten werden wir auch hier noch ein bisschen auf der Farm aufräumen, aber ich möchte halt erstmal lieber ein bisschen den Valley verschönern. Ich meine, wir sind nun mal so selbstlos, dass wir eben uns nicht um unser Zeug kümmern, sondern um das Zeug von anderen Menschen. Seht mal, wie selbstlos wir sind. Ha, und schon wieder eine Bäre gefunden. So. Und ich meine, die Bäre bringt 25 Energie, also entweder werde ich die sammeln oder essen, also verkaufen werde ich die definitiv nicht mehr. Für 5 pro Bäre ist mir das echt zu schade. Nein, Bäume fällen wir nicht. Die Bäume lassen wir schon stehen. Es geht nur ein bisschen um den Unrat und das ganze Zeug, das hier so rumliegt. Ja, was den Valley so ein bisschen verschmutzen könnte halt.
Oh, wir haben sogar Kohle gefunden. Ja, das Glück ist auf unserer Seite. Jan, ich schweig gerade einfach mal, weil wir diese schönen Melodie lauschen, während wir Holz hacken. Und den Valley verschönern. Vor allem finde ich, ist auch echt eine gute Möglichkeit, noch weiter Holz und Steine zu farmen, weil... Ja, für heute Abend, wenn wir nämlich dann wieder auf unsere Farm gehen, habe ich nämlich noch eine ganz besondere Idee. Ja, tut mir leid, ich mache manchmal diese komischen Geräusche und bin gerade am Schweigen, weil ich nebenbei nämlich auch eigentlich, wenn ich ehrlich bin, über Darkest Dungeon nachdenke, ob ich es vielleicht jetzt wirklich lassen sollte, weil das Spiel macht mir halt nicht mehr, mir persönlich nicht mehr so viel Spaß wie am Anfang und verdammt, da klingelt mein Handy weg. Ganz kurz, ich glaube, den muss ich auch rausschneiden. Naja, jedenfalls, wenn man ihn stark hört oder so. Wenn wir erstmal probieren. Nee, und wie gesagt, wegen Stardew Valley? Nee, Stardew Valley ist ein Quatsch. Wegen Darkest Dungeon. Es macht halt nicht mehr so krass viel Spaß wie ursprünglich. Und ja, ich habe halt das Gefühl, dass wir überhaupt nicht voran. Aber so kein bisschen. Ich meine, das ist so ein Spiel. Zum selber spielen stelle ich mir es ziemlich geil vor. Aber ich glaube, so als Let's Play, wenn du da zum 100. Mal durch die kleinen Dungeons und... Ich weiß nicht, ich stelle mir es ziemlich schwierig vor. Und deswegen, es war für den Anfang definitiv mal wert gewesen, auszuprobieren, wie es dann sich verhält. Aber jetzt so, das Ende vom Lied denke ich eher, dass ich früher oder später mich schon von dem Let's Play trennen werde. Aber Stardew Valley bleibt natürlich, weil bei Stardew Valley kommen wir ja schon voran und ist es ja, es hat ja auch Story dahinter. Bei Darkest Dungeon ist es halt auch einfach so, die Story ist jetzt nicht so krass fesselnd um den Opa und das Ding und hin und her und pipapo, aber ja, irgendwie hat man das Gefühl, dass wenn die Story nicht richtig vorangetrieben wird. Na, noch mehr Salmonberries? Schade, ich habe eigentlich gedacht, dass wir die Lea wiederfinden, weil dann hätten wir nämlich mal so eine schöne Salmonberry geschenkt. Beziehungsweise eine Leak geschenkt. Ha, okay, gut zu wissen, dass die Leute Salmonberries nicht mögen. Also jedenfalls als Geschenke. Ja, ich weiß, voll gemein, weil ich jetzt an den Kindern ausprobiert habe, was die mögen, was sie nicht mögen. Ja, weg, kommt schon. So schlimm ist es jetzt auch nicht gewesen. Ach, verdammt. Ja, ich hätte die Hoe mitnehmen sollen, weil wenn man mit der Hake auf diese kleinen komischen Viecher, also die Würmer schlägt, verdammt, kein Platz im Inventar. Wenn man mit der Hoe auf diese Teile schlägt, kommt da irgendwas raus, also kommt da irgendwie Bücher raus oder Erze oder irgendwas anderes. Ja, das ist wieder hier Mr. Elliot Man. Also okay, wir laufen jetzt eigentlich mal direkt da hoch, direkt zu unserem Gemeindezentrum, um diese Muschel abzugeben. Genau, diese Muschel abzugeben. Weil sonst tragen wir die wieder ewig mit uns rum und irgendwann vergesse ich es wieder und ja, ihr kennt mich ja. So, musst du mehr zum Fischtang? Crabpot, genau. Oh. Verdammt, da können wir sogar 3 Stück auffüllen. Ja, geil. Auster? Chockel?
Tja, gute Stills. Das kriegen wir easy peasy lemon squeezy hin. Jetzt können wir nämlich auch diese Daftupil hier draußen mitnehmen, wo ich immer noch nicht weiß, was es bedeutet, aber... Ich sag's nach jeder Folge wieder, ja, ich werde mir nach dieser Folge ansehen, wie denn das ganze Zeug jetzt in echt heißt in Deutsch, aber ich werd's nicht. Ich werd's einfach nicht tun, ihr kennt mich. Was ich mir auch langsam überlegt habe, diese Salmon Berries. Ich habe mitbekommen, dass es später wohl irgendwie Marmeladenfässer gibt oder Weinfässer oder irgendwie Erdbeer. Also irgendwie kannst du die Früchte verarbeiten. Und ich glaube, ich hebe einfach mal die Salmon Berries bis dahin auf. So, genau. Ja, ich wollte gerade schon sagen, sind wir so hart out of Stein? Und wie ich gerade einfach wie so ein Behinderter so düdück, düdück rumlauf. So, und mal gucken, normalerweise kann ich doch jetzt hier... Verdammt, ein zu wenig. Sieht nur halb so hässlich aus, wie ich erwartet hätte. Ja gut, alles was zu hässlich ist, machen wir natürlich früher oder später wieder weg, aber ich wollte es jetzt erstmal ausprobieren. Ehrlich gesagt habe ich gar keine Ahnung, ob ich hier eigentlich so viel mit Stein auf der Farm bauen will oder ob ich vielleicht eher mit Holz auf der Farm arbeiten werde. Auf jeden Fall sieht es halt echt leicht hässlich aus, ich weiß. Ich glaube, ich muss mich da morgen nochmal dran setzen und es verändern. Ach genau, 2 wollten wir behalten, haben wir gesagt. Dann verkaufen wir davon noch welche und die können wir ja eh verticken. Sieht echt dezent scheiße aus. Ja, irgendwas sagt mir, dass wahrscheinlich Holz die bessere Idee für unsere Farm ist, aber... Ja, können wir jetzt nicht ändern, haben wir jetzt hingestellt, sieht komisch aus. Ich bin euch keine verdammte Rechenschaft schuldig, hört auf mich so böse anzugucken. Ich kann dafür gar nichts. Ich wollte doch nur geliebt werden. Nee, sieht definitiv verdammt komisch aus. Viel zu komisch. Haben wir uns die Wettervorhersage für morgen eigentlich angesehen? Ach genau, mit den vielen Pollen und Cloudy und Windy und ja. Wir legen uns jetzt erstmal ins Bett. Macht's gut, bis morgen. Heute kriegt ihr keine gute Nacht gesagt.